Jo, was geht ab, Leute? Ich bin heute in Berlin, aber nur ganz kurz. Und ich habe kein Internet, also Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie ich überleben kann. Deswegen erstmal in Starbucks rein, schön in WLAN rein. Ein Baguette mit Camembert und Preiselbeeren und ein Cappuccino. Wisst ihr, warum ich Starbucks gehe? Weil ich da bin. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now. Nach dem Training gibt es natürlich ein geiles Post-Workout-Meal. Hier heute asiatisch. Weißt du, was das hier ist? Thai oder vietnamesisch? Rotes Curry ist auf jeden Fall thailändisch. Mit Gemüse, Hähnchen, Reis und dazu so ein richtig geiler Tee. Ich hatte vorhin im Gym ein bisschen Schnupfen. Dann schnell einmal kontern mit Tee, damit ich nicht krank werde. Ich bin endlich wieder zu Hause. Das war echt ein anstrengender Tag. Ich bin heute Morgen losgefahren nach Berlin. Dann dort Sachen erledigt, trainiert, wieder zurück mit dem Flixbus, ist immer ein bisschen anstrengend. Im Bus habe ich dann einfach Videos geschnitten. Meine dritte Mahlzeit, Toast mit Guacamole und Ei. Und die Guacamole mache ich einfach aus Avocado, Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln, Tomaten, Salz, Pfeffern, Spritzer Zitrone und Knoblauch. Das war's. Und ich würde empfehlen, in der Diät mehr von dem anderen reinzumachen und weniger Avocado. Ich habe ganz viele Tomaten reingemacht und nicht so viel Avocado. Und wenn man auf Masse isst, dann natürlich mehr Avocado und weniger Tomaten und Zwiebeln zum Beispiel. Weil Avocado hat natürlich viel Fett, ist dementsprechend auch lecker, aber hat gute Fette. Also ist auf jeden Fall gesund und eine sehr gute Mahlzeit hier. Ich habe heute 3600 Kalorien verbrannt. 1470 bis jetzt gegessen, also das ist da noch nicht mit drin. Bis jetzt 100 Gramm Eiweiß, 140 Gramm Kohlenhydrate und 50 Gramm Fett. Und ich hau mir wie immer 1 Liter Tee rein. Diesmal schwarzer Tee mit Ingwer und Zitrone und Honig. Das werden für heute meine Endmacros sein. 217 Gramm Eiweiß, 241 Gramm Kohlenhydrate und 128 Gramm Fett. Und zusätzlich habe ich dann nochmal 2 Scoops Proteinpulver getrackt. Das brauche ich noch, um halt auf mein Eiweiß zu kommen. Die Supplements tracke ich nie. Ich habe aber theoretisch nochmal 8 Gramm zusätzliches Eiweiß durch die EAAs, weil ich nehme ja 4 morgens, 4 abends. Also heute wieder richtig guter Diättag. Ich bin mal gespannt, wie morgen sich das Gewicht verändert und der Körperfettanteil. Vor allem mein Kaloriendefizit ist ja noch so groß. Gut, heute war es niedrig, verhältnismäßig 500 Kalorien, aber das habe ich heute auch gebraucht, weil das Training wird immer schwerer. Und dann habe ich gesagt, so, ich reduziere jetzt das Defizit ein bisschen. Also ich esse einfach mehr, um nicht ganz so fertig zu sein und um meine Kraft auf jeden Fall halten zu können beim Training. Und solange ich ein Defizit habe, hoffe ich auch, dass ich auch abnehme. Es ist auch ein bisschen was anderes, ob man ein Defizit jetzt erreicht laut Kalorientracker und laut MyFitnessPal und ob das dann wirklich tatsächlich im Körper ein Kaloriendefizit ist, weil es gibt Messfehler. Das Armband kann zum Beispiel mehr anzeigen, als mein Körper tatsächlich verbrennt. Das sind die Messfehler vom Armband. Dann kann es sein, dass mein Körper die Kalorien, die ich hier in die App eingebe, nicht ganz genau so annimmt, wie das hier steht. Zum Beispiel mit Ballaststoffen. Die Energie von den Ballaststoffen wird auch anders verwertet als die Kalorienmenge, die in den Ballaststoffen enthalten ist. Also ganz so genau kann man das nicht nehmen, aber ich mache es trotzdem so. Im Endeffekt habe ich dann ja noch eine Stellschraube, dass ich trotzdem, wenn ich sehe, okay, ich bin schon angeblich so viel im Defizit, nehme aber trotzdem nicht ab, dann kann ich ja immer noch weniger essen oder immer noch mehr Sport machen oder mehr Cardio machen und das Defizit erhöhen, sodass ich dann letztendlich trotzdem abnehme. Wie die Form am Ende wird, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Fakt ist, ich wiege jetzt schon mit meinen 86, 87 Kilo so viel oder so wenig, wie man es nimmt, wie am Ende der letzten Massephase. Meine letzte Massephase ging ab 87 Kilo los, habe ja dann abgenommen bis 71,6. Jetzt ging die Massephase eigentlich bis 95, so dann habe ich wieder ein bisschen abgenommen, am 1. Januar mit 93 Kilo angefangen.
und jetzt eben halt abgenommen auf 87, 86. Also ich habe sehr viel Muskelmasse aufgebaut. Ich habe sehr viel richtig gemacht in dieser Aufbauphase und ich werde auch in der Diät sehr viel richtig machen. Man kann immer dazu lernen, aber ich mache es halt mit dem einen oder anderen Cheat Day, mit der einen oder anderen Ausnahme, so nach meinem besten Wissen und Gewissen, dass ich möglichst viel Muskelmasse behalte und möglichst viel Körperfett verliere. Was geht ab, Fitnessfreunde? Heute bei Oskar zu Hause. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Ohne Oskar natürlich. Das ist der erste Hässige. Verpiss der schämt sich meistens so. Kein Kameramensch. Doch, bin ich. Das ist eigentlich der hässlichste Schwarze, den ich hier in meinem Leben gesehen habe. Was willst du, Digga? Du bist so schwarz wie die Nacht, Mann. Was willst du von mir? Gerade hier im Büro am Chillen. Was für ein Büro, Bruder? Ist deins? Ja, Mann, ist meins. Ich mach hier Backoffice-Tätigkeiten für den Channel Fitness Oskar. Bin am Schneiden. Am Produzieren. Bist du hübsch? Ja, Mann. Gleich gehen wir jetzt erstmal schön zu Rewe. Ein paar Ben & Jerry's holen. Hat sich jemand gefragt? Ja. Und die Follower? Ja, Mann. Du kleiner V-Mann, Alter. Diesmal probieren wir den Maipri mit dem Geschmack Cola. Mit Wasser, mit Kohlensäure. Boah, das schäumt derbe. Ich hoffe, das ist dann so wie richtige Cola. Oh, krank, Mann. Das ist komisch, das wechselt voll die Farbe, ne? Ja, erst ist es so bunt, blau, komisch, mäßig. Dann so Eisteefarbe und dann erst so Cola-Farbe. Ich habe den Booster ja nicht so gefeiert. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Deswegen dachte ich, ich probiere es einfach mal mit Kohlensäure. Vielleicht schmeckt es dann besser. Ich habe das gesehen, aber ich habe auch ein bisschen vorgeschult, weil ich das auf der Arbeit gesehen habe. Du holst meine Videos vor. Ja, dann musst du ein bisschen skippen, weil Shame. Am Schreibtisch ist immer schwierig, mit Ton zu gucken. Und dann immer ach, scheiß auf Arbeit. Hauptsache, du guckst meine Videos. Ja, Hauptsache, du klickst. Prost, auf einen guten Urlaub. Ja, Mann. Junge, ich freue mich so. Boah, der ist süß, Mann. Übel süß. Aber schmeckt ein bisschen wie Cola-Flaschen, ja. Wie du gesagt hast. Ich weiß es nicht, wie es ist, wie es mit Stillwasser ist, aber mit Kohlensäure ist auf jeden Fall nice. Ich wollte erstmal auf deine Meinung warten, aber ich finde, es ist viel besser als mit stillem Wasser, weil Cola kennt man ja mit Kohlensäure. Ja, eben. Und ohne schmeckt das so wie abgestandene Cola. Ah, das ist so eklig abgestandene Cola, ne? Boah. Aber ich finde, es schmeckt mehr nach Light, oder? Weil da ist ja auch kein Zucker drin. Deswegen, es schmeckt ein bisschen nach Süßstoff. Ja. Und zur Motivation hat Dodo hier auch genau das richtige Bild. Meine Trump Frau. Die Chose nach Deutschland. Also könnt ihr euch gönnen mit Kohlensäure. Auf jeden Fall. Jeder Maipri 2.0 im Cola Flavor. Danke, dass du Werbung machst. Kein Problem. Und wo ist der Link? Link in the description. As the leaves start falling down, and the shadows above our town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile, I can finally see you now. Eyes. I see the pain in your smile. I can't.
Jetzt geht es ein letztes Mal ins Solarium. Ich war jetzt ungefähr dreimal. Dann geht's in Urlaub. Ich bräune mich gerne so ein bisschen vor. Erstens, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Und zweitens, damit die Bräune mehr greift, sage ich mal, im Urlaub. Wenn man schon ein bisschen vorgebräunt ist, dann geht das natürlich noch schneller. Damit will ich meine Shredness noch ein bisschen mehr unterstreichen. Meine Ästhetik noch ein bisschen rausholen. Weil wenn man weiß ist und shredded ist, ist okay, aber wenn man shredded ist und dann schön knackig braun, dann sieht es halt richtig geil aus. Also zumindest finde ich das gut. Ich bin kein Fan davon, zu oft das Sonnenstudio zu besuchen, aber ich gehe vielleicht so 10-mal im Jahr vorm Sommer. Das ist in Ordnung, denke ich. Zwischendurch bin ich auch manchmal weg und dann nehme ich die Sonne, je nachdem, wo ich gerade bin, natürlich gerne mit. Solariumlicht ist immer so geil, ne? Ist immer das beste Licht, komischerweise. Ich glaube, ich mache hier gleich direkt ein Insta-Bild. Langsam geht die Diät echt voran, Alter. Ich freue mich so sehr auf meine Form. Ich fahre jetzt ins Gym. Heute gönne ich mir als Booster den heftigsten, besten, günstigsten Booster der Welt. Nein, nicht MyProtein. Wasser. Ganz normales, stinknormales Leitungswasser. Ich bin so froh, dass meine Massephase zu Ende ist, weil... Guck mal, du guckst dich so im Spiegel an, du bist fett, du bist zwar stark, das motiviert dich auf irgendeine Art und Weise, aber du kriegst nicht so gutes Feedback und musst immer so viel essen und bist immer so träge durch das Essen. Und das hat mich so gar nicht gebockt. Ich bin echt nicht der Massephase-Typ, ich bin auf jeden Fall hundertprozentig der Diät-Typ. Und das merkt man jetzt wieder, sobald ich in der Diät bin und in den Spiegel schaue und auch eure Kommentare lese, dann bin ich so unnormal motiviert, dass alles andere von alleine läuft. Ich habe gar keinen Bock mehr zu cheaten. Ich bin ja bekannt als der Cheater, aber ich habe gar keinen Bock mehr drauf. So, ich habe zu Hause die Reese's hab ich gekauft von Metro. Ich habe das Ben & Jerry's gekauft, aber ihr habt nicht gesehen, dass ich das esse. Wisst ihr warum? Weil ich das nicht gegessen habe. Je besser es vorangeht, das ist bei mir halt so, klar habe ich Bock. Und ich gucke auch die ganze Zeit so in den Schrank. Ich gucke am Tag mehrmals wirklich in den Schrank, ob ich mir denn was gönne. Also in meinen Süßigkeiten-Schrank. Und da ist so viel drin, ne? Weil meine Freundin eine kleine Naschkatze ist. Aber jedes Mal entscheide ich mich dagegen, weil ich einfach todesmotiviert bin. Und dann denke ich mir, nee, dann gönnst du dir lieber einen Proteinriegel oder einen Proteinshake oder einen Quark mit Flavedrops oder sonst was. Oder einen Apfel. Es gibt, oder eine Karotte habe ich vorhin gegessen. Es gibt immer irgendwie so Ersatz. Natürlich ist das nicht so geil, diese ganzen Ben & Jerry's Chips und Reese's Sachen. Aber je besser meine Form wird, desto motivierter bin ich noch weiter, noch heftiger durchzuziehen. Und deswegen cheate ich immer weniger und weniger. Ich sage nicht, dass ich keinen Cheat Day mehr machen werde im Laufe meiner Diät. Ganz und gar nicht. Aber es wird weniger. So, ich gehe öfters trainieren. Ich achte immer mehr auf meine Macros und Micros. Also Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Was ist Macros? Was ist Macros? Für mich gibt es nur Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate. Ich will nicht lange labern. Ich fahre jetzt ins Gym, mache heute wieder Kreuzheben. Ein bisschen Schnupfen habe ich heute wieder. Ist auch nicht so gut. So in der Kälte, so Solarium, dann wieder raus, dann wieder in die Wärme nach Hause, dann wieder raus, dann Hardcore-Training jeden Tag. Ist nicht so gut fürs Immunsystem. Dann fliege ich auch noch nach Ägypten. Flug ist immer scheiße, weil da so die Luft durchgewirbelt wird und die ganzen Bakterien von den ganzen Fluggästen da durch die Gegend fliegen, weil das nächste Video wird ein Vlog aus Ägypten sein. Und dort werde ich auf jeden Fall gesund sein. Deswegen haue ich mir aktuell 3-4 Liter Ingwer-Tee rein und viele natürliche Medikamente, sage ich mal, wie Zwiebeln, Honig, Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, Chili, grüner Tee, Gerstengras natürlich und halt mein Multivitamin und Vitamin D3. Und also ich mache wirklich alles gerade, um nicht krank zu werden. Ich war ja überhaupt gar nicht krank diesen Sommer. Ich war, glaube ich, einer der wenigen,
die nicht krank geworden sind. Das will ich auch so durchziehen. Und jetzt bestimmt nicht so, gerade wo ich wegfliege, will ich auf keinen Fall irgendwie was einholen. Ich gehe trotzdem trainieren, ich fühle mich super und das Gym wird jetzt zerstört. Ich habe vom Training nur ein bisschen Kreuzheben gefilmt, danach habe ich nicht mehr weiter gefilmt. Der Akku war nicht leer und die Speicherkarte war auch nicht voll, aber ich konnte einfach nicht mehr filmen. Ich musste mich echt aufs Training konzentrieren, weil das Training so mega schwer war und ich richtig kaputt war. Ich habe auch heute nicht so viel Kalorien verbrannt, 2500 habe ich verbrannt und ich habe richtig gespürt, wie mein Körper die Kalorien, die Energie nicht mehr hergeben will und ich war einfach nur so träge und kaputt, musste trotzdem durchziehen und das ist ja das Schwere in der Diät. Aber deshalb darf ich auch nicht mehr heute so viel essen, weil ich nicht so viel verbrannt habe. Ist ja klar, ist ja logisch. Deshalb habe ich mir einfach hier was ausgedacht. In der Diät werde ich immer kreativ. Ich habe eine Banane gemoost. Da unten ist eine gemooste Banane. Dann 1 Scoop Proteinpulver mit Wasser, also ganz wenig Wasser und 100 Gramm Magerquark. Und das mische ich jetzt so und dann kriege ich so einen Bananen-Schoko-Protein-Pudding. Dann nehme ich noch meine Supplements und komme auf 2000 Kalorien heute insgesamt. Die Macros sind 235 Gramm Eiweiß, 124 Kohlenhydrate, deswegen habe ich auch, glaube ich, so wenig Energie durch den Tag. Und 80 Gramm Fett, also 79 Gramm Fett. Das war der letzte Vlog aus Hamburg. Die nächsten Vlogs werden richtig geil mit den lustigen Jungs, mit den Team Oreo Jungs aus Hurghada, aus Ägypten. Und wie es dort weitergeht, weiß ich noch nicht, weil alles hängt, ich bin ein bisschen braun geworden. Alles hängt davon ab, ob das Gym ein geiles Fitnessstudio hat, wo ich mein normales Training machen kann oder nicht, wenn das nur so ein Laufband und ein Gerät Fitnessstudio ist, dann werde ich auf jeden Fall nicht so viel im Defizit sein. Ich werde darauf achten, dass ich meine Mikros und mein Eiweiß erreiche und dass ich auf Erhaltungskalorien gehe oder sogar ein bisschen in den Überschuss, also wieder einen Diet Break mache für eine Woche. Wird das aber ein geiles Studio sein, dann werde ich ganz normal weiter meine Diät machen, aber ich glaube trotzdem ein bisschen mehr essen, weil ich einfach dort mehr verbrennen werde, das ist klar. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Diät dann im Urlaub aussieht, dann bleibt dran. Ich werde auf jeden Fall jeden Tag vloggen und euch mitnehmen. Haut rein, Fitnessfreunde. Like, wenn es euch gefallen hat. Kommentar, ich lese mir alles durch. Ich antworte auch. Vielen Dank und haut rein.